Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 8. Ich versuche diesmal nicht zu überziehen, aber lass uns erstmal nochmal mit ihm reden hier. Vielleicht können wir da was kaufen. Na, fragen wir erstmal, wie es ihm geht. Oh, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich habe heute viel geschafft. Ich bin oft sehr dankbar, dass ich mit einer solchen handwerklichen Begabung geboren worden bin. Was hat er denn heute geschafft? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Es war einfach ein guter Tag für mich. Ich hasse es, wenn meine Arbeit an manchen Tagen nur langsam vorangeht. Es ist so, als hätte ich einen Teil meines Lebens vergeudet. Wir haben alle die Verpflichtung, unseren Teil beizusteuern. Ja, wir sind alle Teil eines Ganzen. Wenn ein Mensch faul ist, müssen die anderen dafür umso härter arbeiten. Und das wiederum lässt Unzufriedenheit aufkommen. Es dauert nicht lange und die ganze Gemeinschaft bricht in sich zusammen. Nur harte Arbeit kann das verhindern. Oh ja, mein Vater hat mich immer gelehrt, dass nur harte Arbeit uns wahres Glück bringen kann. Niemand kann einen Menschen achten, der nur faul herumlegt und allen zur Last fällt. Außerdem genieße ich es, in der Schmiede zu stehen und zu schmieden. So, das glaube ich hatten wir schon, aber jetzt schauen wir mal, was er zu kaufen hat. Was hast du denn für Waffen? Da habt ihr aber Glück, die feine Qualität meiner Waffen ist unschlagbar. Wollt ihr ein Säbel, Krummsäbel, Streitkolben, Dolch, eine Axt oder ein zweihändiges Schwert? Ein Krummsäbel hört sich nicht schlecht an, fände ich. Nee, wir haben leider nicht genug Geld. Und wie sieht's bei den Säbel aus? Ist auch zu viel. Rüstungen? Ausgezeichnet, ich habe die schönsten Rüstungen, die es überhaupt zu kaufen gibt. Ich kann euch Beinschützer, Helme, Armschützer und Schilde anbieten. Das dürfte allerdings auch für uns alles zu teuer werden. Beinschützer? Ich kann euch ein paar fein gearbeitetes Beinschützer für 12 Obsidianscherben das Paar anbieten. Das ist ein sehr gutes Angebot für eine solche Qualität. Ja, das können wir machen. Vielen Dank, mein Freund. Und Armschützer? Nee, haben wir auch noch nicht genug Geld. Okay. Aber wir sollten jetzt... Ist das ein Beinschützer? Genau. So. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann sind wir hier wohl fertig. Ich denke, ja, klauen können wir hier nichts. Nicht solange der hier noch rumsteht. Und schmiedet. Na gut, dann sind wir hier wohl erstmal fertig. Und das bedeutet wohl, wir gehen erstmal den Weg hier weiter nach oben. Da haben wir doch gleich das nächste Haus. Wen haben wir denn hier drin? Also im Moment sieht es nach niemandem aus. Hallo? Okay, warum auch immer du in den Laden nicht weitergehst? Nee, also hier geht unser Avatar wirklich nicht lang. Warum auch immer. Na gut, ein Glück können wir außen rum gehen. Dann lass uns den Weg weiter nach Norden gehen. Und da haben wir das nächste Haus. Aber das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier einfach mal hier reinschauen. Ne, da ist auch nicht wirklich was zu finden. Hier geht's, glaube ich. Da freut sich aber jemand. Da geht's auf jeden Fall raus. Das wollen wir aber jetzt noch nicht machen.
Wir bleiben erstmal in der Stadt. So, wer... Oh. Devon, hier wohnst du also. Gibt's Neuigkeiten? Ich wollte euch gerade dasselbe fragen, mein Freund. Nein, ich habe nichts Neues zu berichten. Aber die Sache mit Thoran ist ein Jammer, nicht wahr? Er wurde getötet, hingerichtet auf Befehl der Herrin. Ich kenne die angeblichen Gründe, aber ich weiß, dass Thoran niemand verleugnet hat. Es herrscht eine Tyrannei in dieser Stadt, so viel steht fest. Hütet eure Zunge. Ein guter Mann, Thoran war der Juwelier von Tanebre. Ein sehr geschickter Handwerker. Seine Frau und sein Sohn hat die Hinrichtung ziemlich mitgenommen. Das kann ich euch sagen, aber das ist ja wohl verständlich. Ach, die arme Rien. Sie kommt über die Hinrichtung nicht hinweg. Sie und Thoran waren innerhalb seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Jetzt sitzt sie nur noch in ihrem Webstuhl und weint, sagen die Leute. Furchtbar. Sein Sohn geht mit seinem Kummer ganz anders um als seine Mutter. Thorwin hat sich entschieden, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Nur die Titanen wissen, was er tun wird. Dabei schließe ich nicht einmal aus, dass er zu gewalttätigen Mitteln greift. Ich hoffe, dass er nicht auf dumme Ideen kommt, selbst wenn er die Wachen überwältigen sollte, reichen Mordeas Fähigkeiten leicht auf, um ihn abzuwehren. Lebt wohl, Okami. Und so weiter. Ach, diese Steuerung, die ist... Okay. Dann gehen wir es halt jetzt so rum. Aber hier scheint nicht wirklich was zu sein. Das Geld will ich jetzt nicht rausnehmen, nicht solange er da ist. Auch wenn er gesagt hat, er will mit uns teilen, aber gut. So, dann geht's wohl mal erstmal hier lang. Über diese Brücke hinweg. Das müsste die Taverne gewesen sein. Da waren wir schon drin, aber hier waren wir noch nicht drin. Okay. Hier haben wir eine Truhe. Da würde ich ganz gern kurz speichern. Überschreiben wir das einfach mal. Avatar, eine neue Welt zu bezwingen ist immer wieder ein so aufregendes Gefühl. Uiuiui. Gut, dass ich ein bisschen weggegangen bin, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Den Helm nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir den verkaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man so verkaufen kann. Ja, hat uns doch noch ein bisschen erwischt. Naja, gut. Jetzt. Oder immer noch nicht? Jetzt kommen wir raus. So, hier sollte noch eine weitere Hütte sein. Genau, hier. Ah, so eine Karte ist doch was Tolles, eine Karte zu haben. Ah, ein wenig Geld. Das nehmen wir doch gerne noch mit. Oh, noch sogar 7 Stück. Das ist gar nicht mal so schlecht. Uns noch nicht erwischen lassen beim Stehlen halt. So, geht's hier noch weiter? Nein, aber ich glaube auf der anderen Seite ging's weiter. Lasst uns doch einfach mal, nehme ich hier, noch weiter darüber. Hier geht's nämlich nach Norden. Dann gehen wir hier lang und kommen zum nächsten Haus.
irgendwie ist hier zu Hause niemand. Auch nicht wirklich was. Ich würde immer noch gern mit der Shanas ihren Vater reden. Wegen dieser Geistergeschichte, die wir gehört haben, aber irgendwie finde ich seitdem seine Behausung gerade nicht. Oder wo der überhaupt steckt. Wenn ich können wir nochmal beim Dings nachschauen. Was ist das hier? Eieieiei. Ist das eine Arena oder sowas? Könnte vielleicht sein. So, da haben wir noch ein Haus. Mit dem können wir wahrscheinlich nicht reden. Vielleicht ist aber jemand oben noch. Aber das sieht nicht danach aus. Naja, schade. Okay, was ist genau das hier ist, habe ich keine Ahnung. Das sieht mir tatsächlich aus, wie wenn das eine Arena wäre oder sowas, aber hm. Ja. So, da haben wir noch ein Haus. Schauen wir mal das hier an. Oh, da ist noch ein Edelstein, oder? Ein Rubin. Ja, ich weiß, wir waren viel zu weit wieder weg. Ansonsten ist hier auch nichts groß zu finden. Und hier geht's mal wieder zurück. Und wenn wir den Weg hier folgen, müssen wir laut Karte zu dem verbrannten Haus kommen. Von denen haben wir ja schon gehört gehabt. Greifen die uns an? Ich hätte gesagt, ja. Das läuft gar nicht gut gerade. Das läuft gar nicht gut. Hier sollten wir vielleicht erst hingehen, wenn wir soweit sind. Und das war's jetzt auch schon vom Spiel her? Oder müssen wir neu laden? Ja, sieht ganz danach aus. Sieht ganz danach aus. Na gut. Okay, bei gefährlichen Sachen müssen wir nochmal... Ah, das müssen wir alles nochmal von vorne machen. Das hat uns diesmal stärker erwischt als vorher. Okay, also alles nochmal von vorne. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir jetzt irgendwas noch geholt gehabt? Irgendwo hat man noch einen Rubin. Und das war's dann auch, glaube ich, gewesen. Ich glaube, sonst hat man nicht wirklich was. Doch, ich glaube, irgendwo war auch noch ein bisschen Geld zu finden gewesen. Ach, das war ein Tisch.
hier ist die Taverne. Okay, wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich mal schauen. Aber ich glaube, ihr Vater ist wirklich nicht hier. Ja, keine Ahnung, wo wir den finden. Naja, vielleicht kriege ich das noch raus. Vielleicht ist der auch in ganz anderen Stadtvierteln und ich habe ihn bisher nicht übersehen. Oder wir haben es vielleicht sogar schon mit ihm geredet. Das ist durchaus möglich. Hier war, glaube ich, auch nicht wirklich was mehr drin. Ich glaube, das Ding war in dem oberen Teil hier drin versteckt. Ja, genau. So. Was ich auch mal nachschauen müsste, was ich noch gar nicht weiß. Hallo? Stehen wir jetzt zu sehr drauf. Hä? Wieso kriegen wir den jetzt nicht mehr eingepackt? Sind wir jetzt zu weit weg? Ah, jetzt. Okay, jetzt haben wir's. So, also wie gesagt, zu dem Dings werde ich jetzt nicht hingehen. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! So, jetzt aber. Ja, also zu den Dings werden wir nicht mehr hingehen. Zu diesen verbrannten Gespensterhaus-Dings. Da werden wir vielleicht hingehen, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Aber nicht jetzt. Gut, da ich die letzten zwei Mal etwas überzogen habe, machen wir heute eine etwas kürzere Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!